Kate, ich mach dich fertig. Oh nein. Boah, was für eine Tasche. Ui, so schön bunt. Oh. Ich bin begeistert. Wow. Die ist ja voller Nagellack. Damit werde ich mir gleich die Nägel machen. Susie, das Gelb wird dir stehen. Einfach perfekt. Was hast du angerichtet? Solche Nägel will ich nicht. Ich frage mich, ob du jetzt den Deckel heben kannst. Das ist voll schwer. Aber so leicht werde ich nicht aufgeben. Ich habe eine Idee. Aua. Die blöden Nägel werde ich noch los. Freiheit. Eine Schokotasche. Wie toll. Ich muss sie dringend öffnen. Vielleicht solltest du einfach abbeißen. Kate, das war eine gute Idee. Oh. Die Schokolade scheint gut zu schmecken. Da ist was drin. Der Nagellack ist essbar. Komm, wir machen uns die Nägel. Ich werde mich gleich rächen. Fertig. Oh Gott. Sorry, aber das musste sein. Was soll ich jetzt damit anfangen? Ah, das kann man doch einfach essen. Okay, solche Nägel gefallen mir. Diesmal fange ich an. Oh, was für ein cooler Schuh. Schau, da sind bunte Bonbons dran. Oh. Ein Schokospringbrunnen ist ja fabelhaft. Der ist voll schön. Und schmecken tut er auch. Ich will ihn auch probieren. Das ist einfach göttlich. Ich beneide dich voll. Fabelhaft. Und jetzt ran an die Schokolade. Das ist doch voll unfair. Ich kann doch nichts dafür. Dann kann ich nichts dafür, dass meine Schuhe einfach genial aussehen. Zu blöd, dass meine Zeit fast um ist. Aber am Ende will ich noch so viel wie möglich essen. Susie, jetzt reicht's aber. Ich bin dran. Okay. Schau, wie schön die sind. Ich muss sie anprobieren. Pack mal deine Beine weg. Wow. Gib's zu. Du hättest auch gerne solche. Und mein Outfit erst. Sieht perfekt aus. Oh nein, es wird gleich Mitternacht. Oh. Kate, du hast dich in einen Kürbis verwandelt. Hallo? Ist da jemand? Komm, wir machen gemeinsam auf. Lippenstifte, voll toll. Die riechen so gut. Ich glaube, die kann man essen. Genau, die sind aus Schokolade. Gefällt mir. Sieht nicht gerade gut aus. Ups, ich muss mir die Zähne putzen. Aha. Das kann nur eines bedeuten. Meine Lippenstifte sind echt. Ich werde mich schick machen. Fertig.
Okay, dieses Küsschen ist für dich. Wieso hast du das getan? Na, um dir deine Süßigkeiten wegzunehmen. Oh, so viele davon. Hör sofort auf. Die gehören mir. Das ist nicht fair. Oh Mann, du hast mir nichts übrig gelassen. Ein Kamm, nicht schlecht. Ich hoffe, der ist nicht aus Schokolade. Wow! Meiner sieht viel sympathischer aus. Oh nein, ich lag falsch. Meiner ist essbar. Glück gehabt. Ich will ihn so richtig genießen. Na gut, ich mach mir so lange die Haare. Sieht gar nicht schlecht aus. Steht dir? Ich will auch so eine Frisur. Kate, was ist mit dir passiert? Susie, was lachst du? Oh nein, das muss Schlagsahne sein. Das gefällt mir gar nicht. Ich pack das weg. Da ist gar nichts lustig dran. Und das ist für dich. Bitte sehr, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Wieso? Hättest mich nicht auslachen sollen. Was für ein nettes Ferkelchen. Wow! Ich habe auch was Ungewöhnliches. Das ist eine Gesichtsmaske. Mal sehen, wie effektiv sie ist. Ich sehe übrigens aus wie ein Ferkelchen. Voll witzig. Oh ja, das wird mir gut tun. Zeit, dass ich meine Maske auch einsetze. Oh, die ist voll schön. Und jetzt die zweite Hälfte. Fühlt sich gut an. Meine Hände sind grün geworden. Jetzt schrei doch nicht so. Du kannst gut reden. Du siehst nicht aus wie Shrek. Wenn du die Maske nicht mehr brauchst, dann nehme ich sie mir. Ich bin mir sicher, die schmeckt gut. Oh. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Schön, dass hier sofort alles klar ist. Huh? What? Schau, was für ein nettes Armband. Wow! Oh, das ist voll cool. Was sagst du zu meinem Ring? Gib's zu, die sind perfekt. Das Zeug riecht so süß. Ich glaube, das kann man essen. Schau mich nicht so an, ich bereue nichts. Was für eine tolle Blase. War voll witzig. Das heißt also, dass mein Ring auch essbar ist. Mal sehen, was sich in meiner Kiste befindet. Schmuck? Kann nicht wahr sein. Ist der schön? Wow, voll cool. Das war noch nicht alles. Hier ist noch ein Ring. Was ist, wenn der von einem Märchenprinzen ist? My Princess. Susie, du hast mich bezaubert. Will you marry me? Hey, komm mal wieder auf den Teppich. Okay, dann muss ich halt was Radikaleres anwenden.
Na also. Oh. Du hast alles ruiniert. Und letzte Runde. Wow, das ist ein Pinsel und Rouge. Bei mir auch. Lass mal schauen, was da drin ist. Ah, das ist nicht wirklich meine Farbe. Kate, kann ich dein Rouge haben? Oh, das passt perfekt. Ich liebe Glitzer. Was lachst du? Ich befürchte, dass man das essen sollte. Wie lecker. Oh Menno, ich habe alles verwechselt. Aber na gut, es hat Spaß gemacht. Schokolade gegen Kaugummi. Mal sehen, wer gewinnt. Ich weiß bereits die Antwort auf diese Frage. Schau dir diesen Schokoriegelautomaten an. Ich bin mir sicher, ich werde was richtig Tolles bekommen. Und ich habe einen Kaugummiautomaten. Der ist mega schwer. Oh, so viele Kaugummis. Ich liebe es. Jetzt muss ich den Griff drehen. Klasse. Hier ist mein erster Kaugummi. Ich frage mich, wie er schmeckt. Der ist grün. Das schmeckt ja nach Apfel. Und da ist auch noch eine flüssige Füllung drin. Mary, schau mal, wie lange er sich ziehen lässt. Voll toll. Willst du eine andere Geschmacksrichtung probieren? Großartige Idee. Aber der Drehknopf klemmt. Du hast recht. Das funktioniert nicht. Aber es muss doch einen Ausweg geben, oder? Ich denke, den Automaten können wir auseinandernehmen. Probieren wir es mal. Oh, klasse. Es hat funktioniert. Mary, was würde ich nur ohne dich tun? Hier, das ist mein kleines Dankeschön. Jetzt suche ich mir eine andere Geschmacksrichtung aus. Oder ich nehme mir gleich mehrere. Viel leckerer. Ich stopfe mir den Mund voll. Freut mich, dass es dir gefällt. Jetzt bin ich aber dran, meinen Automaten zu probieren. Ich muss wohl auf einen Knopf drücken. Mann, das Ding funktioniert nicht. Oh, ein Twix. Du hast eine gute Schlagkraft. Gut gemacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so funktioniert. Wow. Jetzt habe ich schon zwei Schokoriegel. Ich mache weiter so. Und noch mehr. Und noch mehr. Wow, du hast ja viel. Ich habe mir Mühe gegeben, um diese Schokoriegel rauszubekommen. Jetzt wird es Zeit, dass ich sie probiere. Das sieht so appetitlich aus. Die Schokolade schmilzt einfach nur im Mund. Ich bin zufrieden. Schau mal, so viel Karamell. Und den Twix mag ich für diese knusprigen Kekse. Ich liebe es. Und hier kommt die zweite Runde. Das ist ja so eine Art Schokoladenwahnsinn. Aber ich liebe es. Ich will noch mehr Riegel. Na los, wieso funktioniert das Ding nicht? Ich will mehr. Ups. Mary, geht's dir gut? Dieser Schokowahn wird sie noch irgendwann umbringen. Gut, dass ich rechtzeitig aufhören kann. Oh, so viele Kaugummis. Ich kann sie kaum zählen. Das ist ja unglaublich. Schau mal, Kate. Ich habe so eine wunderschöne und zerbrechliche Schokoladenkonstruktion. Ich habe sogar Angst zu atmen. Du musst sie aber probieren, also. Hurra, es hat geklappt. Ich will noch den Rest kaputt machen. Und noch ein bisschen. Das war's auch schon, ich hab's geschafft. Das hat Spaß gemacht, jetzt bist du aber dran. Okay, schau mal. Ich habe meinen Turm auch kaputt gemacht. Ich glaube, jetzt können wir das alles probieren. Du hast recht, verlieren wir keine Minute. Mein Kaugummi sieht wirklich toll aus. Ich liebe die Farbe. So richtig weich und süß. Ich liebe es. Ich kann es kaum erwarten, meine Schokolade zu probieren.
Die sieht richtig toll aus. Schau mal, wie sanft. Die zerbricht so leicht. Ich liebe den Geschmack. Da haben wir Glück gehabt. Ich habe mir was einfallen lassen. Das ist genial. Ich bin stolz auf dich. Lass uns schneller anfangen. Du hast recht. Ich werf zuerst und du fängst. Okay. Gefangen. Und jetzt tauschen wir. Hey, was soll das? Ich treffe einfach nicht. Was soll das? Mary, halt still. Heute ist einfach nicht mein Tag. Wieso klappt das nicht? Ah, es klappt ein anderes Mal. Du hättest mir gleich sagen sollen, dass du nicht besonders treffsicher bist. Du hast kein einziges Mal getroffen. Gut, dass die Schokolade auf meinem Gesicht gelandet ist. Hurra, ich liebe Nutella. Und ich habe Kaugummi in der Tube. Gar nicht schlecht. Sieht so ungewöhnlich aus. Sieht aus wie Zahnpasta, aber ich bin mir sicher, das schmeckt viel besser. Oh, ich hatte recht. Großartig. Sorry, Mary, aber ich muss dringend einen Bissen nehmen. Sowas habe ich ja gar nicht erwartet. Ich will Nachschub. Mehr und mehr. Oh Mann, meine Tube ist leer. Wie kann das sein? Was hast du vor, Kate? Ich werde die Tube aufschneiden. Ich bin mir sicher, da ist noch was drin. Super, ich habe es mit dem Finger rausgefischt. Ich liebe es. Mir fehlen einfach die Worte. Jetzt bin aber ich dran. Oh Mann, wie soll ich das Glas öffnen? Oh, es hat geklappt. Noch ein Hindernis. Das wirst du schnell schaffen, Mary. Du hattest recht. Schau, das ist meine Schokopaste. Ist die nicht schön? Ja, aber halt sie mir nicht direkt vom Gesicht. Tut mir leid, aber ich bin so begeistert. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das köstlich ist. Du bist hier gar nicht zu bremsen. Oh, du hast die Sache auf den Punkt gebracht. Mary, du bist ja voller Schokopaste. Mmh. Wie wär's denn, wenn wir unsere Süßigkeiten kombinieren? Kaugummi und Nutella? Oh, ein Versuch ist es wert. Fang du an. Ich hoffe, es wird mir gefallen. So weit, so gut. Oh, dein Plan hat funktioniert. Jetzt mache ich eine Kaugummiblase. Die wird sicher schokoladig. Das müssen wir unbedingt probieren. Na, Mary, siehst du was? Sorry, ich konnte nicht anders. Ich wollte deine Blase zum Platzen bringen. Das hat Spaß gemacht. Warte, ich schmier dich auch voll. Oh, die Farbe steht dir total. Kinderüberraschungseier. Gar nicht schlecht. Oh, was zum Teufel ist das denn? Das sind lange Kaugummis. Die baumeln voll schön, nicht wahr? Ich liebe es. Lass uns keine Zeit verlieren. Ich bin bereit, meine Schokoladeneier zu probieren. Ich hoffe, da ist ein Geschenk drin. Oh, das sind ja zwei Hälften. Mit welcher soll ich anfangen? Mit der hier. Oh, cool. Das ist meine kleine Überraschung. Das Spielzeug will ich aber zusammenbauen. Oh, das ist ja ein kleiner süßer Bär mit einer Krone. Die anderen Spielsachen hatte ich ja fast vergessen. Das sieht auch niedlich aus. Zeig's mir, Mary. Das ist für mich. Vielen Dank. Freut mich, dass es dir gefällt. Mal sehen, was in der anderen Eierhälfte drin ist. Schokokugeln mit cremiger Paste. Super. So richtig sanft. Ich bin begeistert. Das ist ein perfektes Dessert. Ich will gleich mehr davon haben. Da habe ich aber Glück gehabt. Ich will nicht mal den Löffel benutzen. Es klappt. Jetzt bin ich aber dran. Mit welchem Kaugummi soll ich beginnen? So richtig süß. Um den Geschmack zu intensivieren, nehme ich mir gleich mehr Kaugummi. Das ist genau die richtige Menge.
Genau das, was ich wollte. Klingt toll. Schau mal, sehe ich aus wie ein Oktopus? Ja, genau wie ein Oktopus. Das macht Spaß. Ich will noch mehr davon. Ich liebe diesen Kaugummi. Ich kriege gar nicht genug davon. Ich wusste gar nicht, dass du so viel auf einmal schaffst. Ich brauche diese Menge, um eine riesige Kaugummiblase zu machen. Wow, die ist ja wirklich groß. Vielleicht ist es an der Zeit aufzuhören. Kate, kannst du mich hören? Hier wird's langsam eng. Oh, was für eine Explosion. Ich hab dich gewarnt. Hey, wie geht's dir? Geht's dir gut? Wendy, warte. Ich will anfangen. Maiskörner? Oh, no. What? Ah, wie witzig. Ich hab nicht vor, mir die Zähne zu brechen. What? Hast du jetzt davon? Vielleicht ist es einen Versuch wert. Aua, das hätte ich besser nicht getan. Jetzt bin ich dran. Oh, Schokomais. Das war die Erwartung wert. Ich will sofort und gleich alles. Und nicht körnchenweise. Das ist nicht fair. Na warte, ich werde Gerechtigkeit wiederherstellen. In nur wenigen Sekunden. Pass mal auf. Ja! Mary, was hast du angerichtet? Ich habe uns Popcorn gemacht. Oh, das war ja voll cool. Ich wusste, was ich tue. Ich dachte schon, dass wir ganz ohne Essen bleiben. Oh, Schoko-Chili, wie toll. Heißt das etwa, ich krieg eine richtige Chili? Mary, reiß dich zusammen. Ich weiß, was dir helfen kann. Dieses Eis wirst du gebrauchen, wenn du deine Schote probieren wirst. Ich habe aber trotzdem Angst. Oh nein, ich brauche Eis. Go. Oh, das hat tatsächlich geholfen. Vielen Dank. Freut mich. Aber deine Schminke ist ein bisschen verwischt. Naja, das Wichtigste, dass ich jetzt meine Schokolade probiere. Ich kann gar nicht zusehen. Mmh. Oh, das war lecker. Vielleicht gefällt dir auch meine Chili. Wendy, das hättest du ja ganz vergessen. Genau, vielen Dank. Wie konnte ich dich nur übersehen? Ah, das brennt. Hier hast du Wasser. Gut, dass wir welches dabei hatten. Eine Schoko-Uhr? Sowas hast du noch nie gesehen. Ja, die sieht cool aus. Aber meine schmeckt gar nicht. Oh. Ja, weil sie aus Plastik ist. Ich hingegen habe Schokolade. Geizhals. Wenn es um was Süßes geht, ist Freundschaft schnell vergessen. Schau mal, so viel Schokolade. Das macht mich ganz verrückt. Menno, ich will aber auch was. Wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte. Es hat geklappt. Kann ja nicht wahr sein. Oh, man.
Danke, Mary. Gib mir bitte ein Stück. Ich hab doch gesagt, nein. Mein Herz wird gleich stehen bleiben. Und mir platzt gleich der Magen. Ich bin so voll. Come on. Gib mir deine Uhr. Voll gar nicht. Gib das her. Wendy, was hast du angerichtet? Oh, wir sind alt geworden. Hurra, wir konnten alles wieder zurückspulen. Dieser Kaktus gefällt mir so gar nicht. Meiner ist ganz okay. Ich habe mal wieder Pech gehabt. Ich versuche das wieder gut zu machen. Zeit, ein bisschen die Spitzen zu kürzen. Gute Idee. Und jetzt probieren wir mal. Oh, wie bitter. Ups, der Schnitt hat wohl nicht geholfen. Ich muss dringend was trinken. Sorry, ich habe keine Zeit, nach Wasser zu suchen. Ich habe was Besseres zu tun. Eine Gießkanne. Da muss sicher Wasser drin sein. Aber das habe ich gebraucht, um meinen Kaktus großzuziehen. Okay, ich nehme mir eine größere Gießkanne. Sie ist weg. Schon wieder du. Okay. Na gut, ich habe noch eine dritte Variante. Passt mir gut. Oh nein, die gebe ich dir sicher nicht. Come on. Wow, was passiert hier? Ich hab's geschafft, einen Schokokaktus großzuziehen. Der ist voll lecker. Gib mir doch wenigstens ein Stückchen. Okay. Okay, bitte sehr. Well, thank you very much. Ein riesiger, saftiger Burger. Ist das nicht ein Traum? Mein Schokoburger finde ich viel cooler. Hallo. Jetzt lass uns nicht streiten, sondern besser unsere Portionen probieren. So viel Belag. Gefällt mir total. Hey, lass mir doch was übrig. Oh, no. Wieso musst du mich ständig ablenken? Sorry, mache ich nie wieder. Hoffentlich kommst auch du mir nicht dazwischen. Ich bereite was ganz Besonderes vor. Einen süßen Burger. Ein Meisterwerk. Ich muss ihn probieren. Ups, Mary, dein Hut ist weggeflogen. Ich sehe ihn nicht. Mein Burger ist auch verschwunden. Oh, no. Wendy, du steckst schon wieder dahinter. Diesmal fange aber ich an. Ein Frosch. Aber Gott sei Dank ist der nicht echt. Der ist aus Schokolade. Das heißt also, dass ich einen echten Frosch unterm Deckel habe? Oh, ist der eklig? Tut mir leid, aber den wirst du lecken müssen. Er sitzt auf mir. Hilfe! Das ist nichts für schwache Nerven. Pew! Oh, das ist ein Prinz. Du hast den Zauber gebrochen. Von nun an werden wir zusammen sein. Wendy, was willst du mit diesem ekligen Typen anfangen?
Ich weiß, was dir helfen kann. Ich brauche eine fette Fliege. Futter? Ich muss es fangen? What? Es hat funktioniert. Was für ein riesiges Ei. Sieht nicht schlecht aus. Muss auch Schokolade sein. Mal schauen, was drin ist. Ein kleiner süßer Drachen. Ist ja voll sympathisch. Aber die Schokolade gefällt mir viel mehr. Oh. Sorry, das gehört mir. Okay. Macht nichts, ich gönn mir was Besonderes. Oh. Ist das etwa ein rohes Ei? Wie konnte mir das nur passieren? Mein Drachen und ich, wir könnten dir helfen. Danke, das war voll nett von euch. Ich muss das dringend probieren. Lecker. Und ich möchte mit einer Cola beginnen. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Was? Eine Cola? Ah, das ist doch kinderleicht. Ich nehme mir einfach eine Cola aus dem Supermarkt. Oh, ich will die unbedingt öffnen und probieren. Ah, ich hoffe, die wird nichts dagegen haben. Oh, ist das lecker. Ich liebe Cola. Mist, hier ist nichts mehr da. Ah, dann werde ich doch noch was selber machen müssen. Ich habe eine Idee. Ich lege einfach ein paar Tafeln Schokolade in einen Topf und lasse sie schmelzen. Na also? Ah, das tut ja weh, voll heiß. Ach, meine Kleine, du brauchst doch spezielle Handschuhe dafür. Hier, so wirst du dich nicht mehr verbrennen. Dankeschön. So, jetzt kippe ich die flüssige Schokolade in die Flasche. Emma wird sicher denken, dass das Cola ist. Das war noch nicht alles. Hier kommen noch ein paar M&Ms rein. Aber wie soll ich das Ding öffnen? Ach, du Kleines, du musst doch die Handschuhe ausziehen. Ah ja, du hast recht. Vielen Dank, Oma. So, die Bonbons öffnen und reinschütten. Oh, das sieht ja wirklich köstlich aus, aber überhaupt nicht gesund. Cola ist überhaupt nicht gesund. Blaubeeren und Honig, das ist viel besser. Ich werde die vermischen und was absolut Erstaunliches erhalten. Oh, ich liebe Honig. Der ist richtig schön gesund. Und jetzt Hauptsache gut umrühren. So in etwa. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt stelle ich die Flasche in den Kühlschrank und warte etwas ab. Ich kann so lange was stricken. Ah, das ist doch alles völliger Unsinn. Ich muss ein köstliches Getränk mit ganz anderen Zutaten zubereiten. Ich fange mit rosa Nutella an. Ich weiß, die lieben doch alle. Und daraus mache ich eine essbare Flasche. Und da können wir jetzt alles Mögliche reingeben. Hm, wie wär's denn mit etwas Torte und Schlagsahne und Erdbeere und noch mehr Schlagsahne? Jetzt muss ich diese Flasche nur noch zusammenbauen. Tada, guten Appetit. Ah, das ist auch viel zu schwer. Meine Schokocola ist auch fertig. Hä? Wo ist denn die Oma? Oh, ich habe einen ganzen Pullover gestrickt, während ich gewartet habe. Oh, meine Cola ist auch schon bereit. Zeit, dass ich sie meiner Enkelin gebe. Oh, ich bin ja ganz alt. Ich habe das Etikett vergessen. So, jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Nun, es ist Zeit, meine Cola zu probieren. Ich fange mit der hier an. Die sieht aus wie das Original. Oh, da scheint was drin zu sein. Ich hoffe, es ist was Leckeres. Genau so ist es. Das ist ja eine Schoko-Cola. Mit meinen Lieblings-M&Ms drin. Oh, die schmecken einfach wunderbar. Gefällt mir. Und jetzt probiere ich die anderen Colas. Die hier in der Mitte ist die nächste. Oh, wow. Da ist ja was Zähflüssiges drin. Ich hoffe, das schmeckt auch. Ach du meine Güte. Das ist ja so eine Art Sirup. Honig mit Blaubeeren. Meine Oma weiß, was ich mag. Okay, hier bleibt noch der letzte Kandidat. Was für eine schöne rosa Flasche. Wow, da scheint ja ein Kuchen drin zu sein. Das werden wir gleich herausfinden. Ich muss einfach die Flasche aufschneiden. Tatsächlich ist es eine Torte. Ist das köstlich? Chefkoch Rose, du gewinnst. Das war doch klar. Schließlich ist das mein Job. Diesmal sollt ihr mir meinen Burger machen. Ein Burger? Ach, das schaffe ich gut. Was? Ein Burger? Das ist doch total schlecht. Ach, Susie hat noch nicht einmal zugehört. Nun, dafür werden wir weniger Konkurrenz haben. Ich fange natürlich mit der Bulette an. Die mache ich mit meinen eigenen Händen. Mit all meiner Liebe für meine Enkelin. Na, wer macht denn sonst, wenn nicht die Oma, ein herzförmiges Ding? Okay, jetzt braten wir das. Ich bin gleich wieder da. Eine Bulette? Ich mache sogar die Brötchen selber. Außerdem wird jedes Brötchen eine andere Farbe haben. So ein Burger hat das Mädchen sicher noch nie probiert. Jetzt muss ich ein bisschen abwarten. Und solange nehme ich mir einen Gasbrenner. Ah, ich bin wieder da. Oh, das riecht ja gut. Emma wird sicher nicht widerstehen können. Wow, riecht ja toll. Moment mal. Müssen wir etwas schon kochen? Oh, ich werde das doch nicht schaffen. Ich muss einfach einen McDonald's-Burger bestellen. Emma liebt den. Ah, gut, dass die Lebensmittel so schnell vor Ort sind. Jetzt muss ich nur noch aus diesen Zutaten was zusammenbauen. Oh Mann, wenn irgendwann irgendjemand diesen Burger verkaufen wird, oh, die werden es lieben. Wie kann man nur so ein Fastfood-Mist lieben? Meine Chefburger sind nämlich schon fast fertig. Und das sind definitiv die besten, die Emma je gesehen hat. Oh, schaut euch das an. Ist das nicht schön? Warum muss denn ein Burger hübsch sein? Das Wichtigste ist, dass er gut schmeckt. Hier muss man natürlich Seele mit reingeben. Hier fehlt noch ein bisschen Soße. Ich glaube, meiner Enkelin wird das gefallen. Womit soll ich anfangen? Eine Minimistis krabbelt in der Kiste. Oh, wow. Was für ein schöner, bunter Burger. Ich hoffe, der schmeckt auch noch. Richtig gut. Aber ich habe auch schon mal bessere Burger probiert. Gehen wir zur mittleren Option rüber? Was soll denn dieser Haufen? Soll ich meine Burger etwa selber zusammenbauen? Nein, Oma, das hättest du machen sollen. Oh, hier ist eine Option, die ich wirklich mag. Ich hoffe, die ist nicht nur riesig, sondern auch noch lecker. Oh, wow. Das ist der beste Burger, den ich je probiert habe. Er besteht aus all dem, was ich liebe. Susie, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Yeah, hab ich's doch gesagt, dass dieser McDonald's-Burger der beste sein wird. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Diesmal sollt ihr mir Pfannkuchen machen. Ach, das ist doch ein Kinderspiel. Ich mach Pfannkuchen für Emma, seit sie ein kleines Mädchen war.
Ich weiß, was sie mag. Natürlich beginne ich mit dem Mehl. Ich habe übrigens das beste Mehl auf der Welt. Hier kommen noch Eier mit rein und etwas Milch. Ach, das alles ergibt einen tollen Teig. Ach, rühren mit der Hand ist doch voll oldschool. Ich benutze lieber diese Maschine hier. Ich muss einfach alle Zutaten da reingeben. Ich mag keine Milch. Ich gebe da Cola rein. Ich bin mir sicher, die wird Emma gefallen. Und wieso nicht gleich Skittles mit reingeben? Und vergesst diese Doritos nicht. Und ein paar Marshmallows können auch nicht schaden. Jetzt müssen wir alles nur gut vermischen. Ah, die Maschine sollte das verkraften. Ich bin mir sicher, das wird absolut ekelhaft sein. Ich mache hier die beste Pfannkuchenmischung überhaupt. Die ist jetzt schon lecker. Jetzt muss ich sie nur noch in eine spezielle Spritze auffüllen. Und mit dessen Hilfe packe ich sie auf die Pfanne. Ach, Oma, du bist eingeschlafen. Hallo, wach auf. Ah, tatsächlich, ich bin ja mitten in der Arbeit. Es wird Zeit, dass ich meine kleinen Pfannkuchen backe. Emma mag Beeren, also werden meine Pfannkuchen wie kleine Bärchen aussehen. Oh wow, sowas ist mir nicht eingefallen. Ah, ich muss mir doch nicht die Mühe machen. Ich packe einfach alles auf die Pfanne. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen abwarten. Susie, noch nicht einmal Hunde essen so einen Mist. Also meine Pfannkuchen sind viel, viel besser. Vor allem, wenn ich da noch ein paar Früchte drauf gebe. Wie wär's denn mit Bananen und Erdbeeren? Wunderbar. Ich weiß, hier fehlt noch ein bisschen Schokosoße. Die beste Dekoration überhaupt. Das macht die Sache viel leckerer. Was sagst du dazu, Oma? Sieht natürlich interessant aus, aber ich bin mir sicher, dass meine Enkelin die Bärchen auswählen wird. Hier fehlt noch etwas Schlagsahne. Und natürlich noch ein paar Blaubeeren. Sind die nicht süß? Ach ja, ich nehme ja auch noch etwas Schokosoße. Und schon sind das kleine Gesichter. Oh, tatsächlich. Mann, ich muss meinen Pfannkuchen umdrehen. Der steckt fest. Emma, kannst du das Ding auch so probieren? Oh, was soll das denn? Guten Appetit. Oh, das gefällt mir alles. Also alles außer dieses Ding hier. Was soll das denn? Sieht ganz schön gruselig aus. Igitt. Weißt du was? Das werde ich nicht probieren. Das stinkt ja auch noch. Igitt. Das Ding wird mich umbringen. Nein, das geht doch ganz und gar nicht. Ich probiere diese Mini-Pfannkuchen am Spieß. Wow. Voll lecker. Ich mag die gut. Aber jetzt mache ich mich an diese niedlichen Teddys hier. Schaut doch nur, wie süß die aussehen. Oh, das ist einfach mega lecker. Oma, du machst wirklich die besten Pfannkuchen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Na, ich hab doch gesagt, dass meine Enkelin meine Pfannkuchen auswählen wird. Was will ich essen? Wie wär's denn mit Waffeln? Leckere hausgemachte Waffeln mit Sahne und Erdbeeren. Waffeln? Oma Betty ist bereit. Einfache selbstgemachte Waffeln, kein Problem. Lecker Schmecker. Das ist doch eine Koch-Challenge, oder? Ach, typisch Kinder. Ich muss meine kleine Emma füttern. Sie möchte Waffeln. Die Oma wird ihr Waffeln geben. Zuerst muss ich den Teig machen. Mit einer Menge Mehl, ein paar Eiern und Butter und Zucker und frischester Milch. Jetzt verwende ich Schneebesen. Damit werde ich alles verrühren. Der Teig muss gut durchgerührt werden. Ach, dein Teig ist doch viel zu dick. Mein Teig hat die perfekte Konsistenz. Er kann leicht in Schüssel gegossen werden. Hier kommen noch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe mit rein. Und jetzt knete ich den Teig.
Meine Waffeln sollen nämlich schön bunt sein. Ah, wir werden ja noch sehen, wer die besten Waffeln haben wird. Oh, die haben ja schon den Teig gemacht. Ich habe eine Idee. Ich gebe einfach Mehl direkt in die Nutella. Und natürlich ein bisschen Milch. Schön umrühren. Voila, mein Teig ist fertig. Jetzt kommt er einfach aufs Waffeleisen. Und wir machen eine Schokowaffel. Jetzt heißt es abwarten. Oh wow, was machen denn die anderen? Sieht ja toll aus. Ich mache eine wunderschöne Regenbogenwaffel. Dafür muss ich Schicht für Schicht den Teig reingeben. Na also, wunderschön und lecker. Das Wichtigste ist natürlich, wie man sein Gericht serviert. Deshalb stecke ich meine Waffeln auf einen Spieß, tauche sie in heiße Schokolade und dann noch in bunte Streusel. Voila, fertig sind die Waffeln. Na, meine Waffeln sehen vielleicht ein bisschen einfacher aus, aber dafür sind sie mit meinem Herzblut gebacken. Hier kommt noch etwas Puderzucker drüber und natürlich Schokosoße und Ahornsirup nicht vergessen. Und obendrauf noch ein paar Erdbeeren. Wunderbar. Ach, meine sind trotzdem besser. Ah, womit soll ich denn meine Waffel verzieren? Aha, ja, genau, mit Skittles. Warum nicht? So sieht sie auch schön bunt aus. Fertig sind wir. Das kannst du jetzt probieren. Womit soll ich anfangen? Ich probiere mal diese Waffel hier. Die sieht richtig appetitlich aus. Mit Erdbeeren, genauso wollte ich sie haben. Oh, richtig gut. Zergeht nur so auf der Zunge. Was probiere ich diesmal? Oh, diese wunderschönen, kunterbunten Herzen. Solche Waffeln habe ich ja noch nie gesehen. Ich probiere gleich zwei. Mega lecker. Einfach ungewöhnlich. Diese Waffel sieht auch ganz schön ungewöhnlich aus. Aber so einfach ist es nicht, die abzubeißen. Was soll ich auswählen? Das ist ganz schön schwer. Lecker Schmecker. Na, haben dir meine Waffeln gefallen? Mir hat alles gefallen. Ups, Hilfe. Ich glaube, die hat zu viel gegessen. Tja, sowas kann bei einer Koch-Challenge nun mal passieren. Und diesmal wünsche ich mir Kakao mit Marshmallows. Hey, wacht auf. Kakao? Ja, Schwesterherz, das machen wir. Kakao, keine große Sache. Ich mag Kakao. Hey, Oma, wach auf. Ich werde alle füttern. Guten Morgen, Oma. Steh auf. Oh, was? Meine Enkelin will Kakao? Oh, das werde ich machen. Trinkt Milch, meine kleinen Kinder. Jetzt brauchen wir ein bisschen Nutella. Richtig gut. Schön viel einfach in die Milch reinlegen. Und jetzt gut umrühren. Oh, die Milch wird langsam heiß. Könnt ihr das riechen? Ah, riecht gut. Ich nehme mir Milch. Aber irgendwie kann ich sie nicht öffnen. Na los! Oh nein, jetzt bin ich total nass. Aber Hauptsache, ich habe die Milch geöffnet. Die kommt jetzt in den Kochtopf. Und da kommen ein paar richtig tolle, leckere Schokoriegel rein. Hey, du passt ja gar nicht mehr rein. Wobei, ich muss einfach mal gut draufhauen. Susi, was? Ach, wie auch immer. Ich werde ein richtiges Gourmet-Dessert machen. Eine Schokoladenbombe. Ja, die Soße ist perfekt. Die kommt in diese Halbkügelchen rein. Jetzt schön verteilen mit einem Löffel. Und abkühlen lassen. Nach einer Weile haben wir unsere Halbkugeln. Da kommt jetzt die Füllung rein.
Und dann können wir die Halbkugeln verbinden. Einen Löffel Kakao in jede Halbkugel. Jetzt noch ein paar Marshmallows rein. Jetzt kommt noch die zweite Hälfte drauf und fertig sind unsere Schokobomben. Die übergieße ich jetzt noch mit Schokosauce und bestreue sie mit Kokosnuss. Wunderschön. Diese Bomben werden mit einem Glas heißer Milch serviert. Na, was um alles in der Welt hast du denn zubereitet? Mein Kakao ist mindestens genauso gut. So, das kommt jetzt in die Tasse. Und natürlich die Marshmallows nicht vergessen. Riecht wunderbar. Und ein paar Oreo-Kekse dürfen nicht fehlen. Schließlich mag meine Enkelin Oreos. Hilfe! Hier ist was schiefgegangen. Ist okay. Das ist mein Kakao. Mein originelles Rezept. Ach du meine Güte, Susy. Wir werden ja fast alle verbrannt. Es wird Zeit für heiße Schokolade. Was ist das denn? Das ist doch sicher verbrannt, oder? Muss ich das probieren? Nee, schmeckt ja gar nicht. Das muss ich wegschmeißen. Und was könnte ich jetzt probieren? Oh, meine Lieblings-Oreos. Meine Oma weiß natürlich, wie sehr ich Oreos mit heißer Schokolade mag. Vor allem, wenn man dann die Kekse in die heiße Schokolade tunkt. Richtig schön weich. Und das Getränk ist auch wunderbar. Oma, ich liebe dich. Was für seltsame Schokokugeln. Sowas habe ich ja noch nie probiert. Ich lege sie einfach mal hier rein und gieße die Milch ein. Oh, wow. Die Schokolade schmilzt ja. Und da waren Kakao und Marshmallows drin. Das ist ja richtig gut. Hat mir echt gut gefallen. Voll die tolle Idee. Ja, ich habe gewonnen. Habe ich's doch gewusst. Aber das war klar. Angeberin. Ach, meine kleine Enkelin. Jetzt wünsche ich mir Pommes wie von McDonald's. Ah, ich weiß, wie man die macht. Ach, das ist doch gar nicht schwer. Was? Das ist ein sehr ungesundes Gericht. Ich weiß, was besser ist. Karotten. Ich werde Karottenstäbchen für meine Enkelin zubereiten. Dafür schneide ich die Karotten in kleine Streifen. Oh, die sind richtig schön gesund. Susy, willst du ein Stück? Nee, Oma, vielen Dank. Na, wie du meinst. Da sind ganz schön viele Vitamine drin. Oh, irgendwie sehen diese Kartoffeln nicht wie Kartoffeln aus. Na, wie auch immer. Ich schneide einfach die Schale ab. Jetzt nehme ich so ein Ding, das mir helfen wird, Pommes auszuschneiden. So. Yeah, meine Pommes sehen schon mal perfekt aus. Und jetzt muss ich sie braten. Da werde ich ganz schön viel Öl gebrauchen. Das Öl kommt in den Kochtopf. Und schön heiß machen. Oh nein, das Öl brennt. Jetzt spritzt es auch noch. Oh, was schreist du denn? Oh, das ist doch gar nicht so heiß. Aber wieso ist die denn total in Panik? Oma, wie machst du das? Susy, dreh einfach den Herd nicht so sehr auf. Ich werde meine Pommes auf eine ganz besondere Weise machen. Selbst so einfache Gerichte wie Pommes kann man auf besondere Weise zubereiten. Perfekt. Jetzt muss ich das alles aufspießen. Wunderschön.
Ich habe Angst. Da lege ich jetzt die Kartoffeln rein. Oma, rette mich. Susie, jetzt mach dir doch keine Sorgen. Das sind doch nur Kartoffeln. Lust auf eine Mohrrübe? Nein, danke. Na gut, dann kann ich die auch selber aufessen. War's das schon? Ich hoffe ja. Yeah, richtig gute Pommes. Die lege ich jetzt in das Päckchen hier und gebe Ketchup dazu. Emma wird das gefallen. Ach, Kinder, Kinder. Diese Karottenstäbchen sind viel gesünder. Ich glaube, das Öl ist heiß. Jetzt können wir die Kartoffeln braten. Und die werde ich jetzt mit exquisiter französischer Trüffelsoße servieren. Womit soll ich anfangen? Was für ungewöhnliche Kartoffeln. Sowas habe ich ja noch nie probiert. Da gebe ich ein bisschen Soße hinzu. Sieht köstlich aus. Oh, richtig schön knusprig und saftig. Richtig gut. Ich mag diese Kartoffeln. Und was ist das? Was für eine seltsame orangene Farbe. Sieht aus wie Pommes. Ist es aber nicht. Das sind ja Karotten. Ich hasse Karotten. Das werde ich nicht essen. Oh, wow. Hat mir da jemand Pommes aus McDonald's mitgebracht? Pommes mit Ketchup. Die perfekte Kombination. Schön umrühren. Und jetzt probieren. Die schmecken ja gut. Genau das habe ich mir gewünscht. Deshalb gewinnt diese Variante. Yeah, meine Pommes haben gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe es geschafft. Habe ich doch gewusst. Ich frage dich, was wir kochen müssen. Ich wünsche mir Pommes. Pommes? Ein Kinderspiel. Pommes? In Ordnung. Ich kann das. Aua. Pommes? Auf jeden Fall. Es kann losgehen. Ups. Ach, na komm schon, blöde Kartoffel. Na los. Au. Das hat weh getan. Wenn du das nochmal machst, dann verlierst du. Ah, das hat die Großmutter gemacht. Was? Oh, mein kleines Schatzi. Wir müssen nur noch die Kartoffeln klein schneiden. Und die packen wir jetzt hier rein. Geben ein bisschen Öl rein. Und Gewürze nicht vergessen. Noch ein bisschen Gewürze. Nein, es reicht. Und die Kartoffeln kommen jetzt in den Ofen. Nur ein echter Profi weiß, wie man mit Kartoffeln umgeht. Perfekte Scheiben, nicht wahr? Die sehen so schön glatt aus. Hier geben wir ein paar Gewürze hinzu. Was für ein köstlicher Geruch. Die frittieren wir jetzt nur noch. Okay, ich bin fast fertig. Sieht doch toll aus, oder? Riecht auch gut. Ich werde meine Pommes einfach im Toaster machen. Das ist schnell und effizient. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen abwarten. Und? Perfekt, gefangen. Super, meine Pommes sind fertig. Hier bin ich. Jetzt kommen unsere Kartoffeln auf den Teller. Ach, wunderschön. Sieht richtig appetitlich aus. Mit etwas Grünzeug bestreuen. Ach, riecht wunderbar. Ach, das sieht nicht so aus wie meine Kartoffeln. Und das i-Tüpfelchen, die Soßen. Jess, such dir was aus. Boah, so viele Pommes. Fangen wir mit denen hier an.
Was für eine seltsame Form. Messen wir mal. Scheint okay zu sein. Probieren wir mal. Oh, wow, das ist ja köstlich. Yeah. Und jetzt nehme ich das hier. Schmeckt das gut. Ich glaube, ich nehme mir noch ein paar. Das war richtig lecker. Und was kommt weiter? Oh, wow, die sehen ja gut aus. Die sind so schön goldfarben. Die tauche ich in die Soße. Ich probiere beide. Wow, das ist ja köstlich. Mega, mega lecker. Also, diese Kartoffeln haben gewonnen. Ach, meine Kartoffeln haben gewonnen. Ich wusste es doch. Ihr seid doch bloß neidisch. Und jetzt wünsche ich mir ein paar Eier. Okay, das können wir machen. Ach, das ist doch ganz einfach. Oh nein, 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 nein. Oh, mein Ei ist zerbrochen. Ich muss einfach die Schale rausholen. Ah, das ist ja voll heiß. Wie auch immer, ich kann das schaffen. Ich mache einfach weiter. Hier kommt ein bisschen Salz mit rein. Oh nein, was für ein Pech. Oh, blödes Salz. Oh nein, jetzt brennt mein Ei auch noch. Oh, ich muss es sofort irgendwie schließen. Oh, Kate, man muss immer mit der Ruhe kochen. Schau mal, zuerst ein Ei, jetzt noch ein bisschen Milch, das alles schön gut verrühren. Oh, was ist mit meiner Hand passiert? Was ist mit der denn los? Komm, ich helfe dir. Ah! Ach, dürfen wir gar nicht mehr Witze machen, oder was? Hier kommt ein bisschen Salz mit rein. Und das alles kommt jetzt in die Pfanne. Halt mal, mein Kleines. Und jetzt, schau dir das mal an. Zuerst Wasser kochen. Jetzt brauchen wir eine spezielle Folie. Und da brechen wir das Ei rein. Folie schließen und in das kochende Wasser geben. Oh, das wird wunderschön. Es wird Zeit, dass ich das Ei wieder raushole. Es kommt auf den Teller. Ein bisschen Salz und Gewürze. Und fertig ist unser Gericht. Ja, bei mir kommt noch etwas Grünzeug drüber. Und ein paar Tomaten. Wow. Sieht ganz schön lecker aus. Und was hast du gemacht, meine Kleine? Oh nein. Ich habe ja mein Ei ganz vergessen. Das sieht ja ganz schön schlimm aus. Oh, was für ein Albtraum. Ach, du hast nichts in der Küche verloren. Mal sehen, was haben wir denn da? Das sieht ja ganz schön eklig aus. Das will ich nicht probieren. Das sieht gut aus. Probieren wir mal. What? Oh, das ist ja flüssig von innen. Nee, sowas will ich nicht probieren. Und was haben wir hier? Sieht gut aus. Riecht wunderbar. Oh, und schmeckt köstlich. Ich wähle das hier. Du wählst mich? Ich hab gewonnen. Oh, was ist mit meinem Rücken passiert? Mir geht's gut. Diesmal wünsche ich mir einen Milkshake. Ein Milkshake also? Okay. Ach, was könnte einfacher sein als ein Milkshake? Ein hässliches Glas brauche ich nicht. Das ist die passende Größe. Ich brauche ein paar Haribo-Beeren. Die kommen in mein Glas. Und darüber kommen ein paar Chips. Und darüber etwas Cola. Yeah, ich kann es kaum erwarten, das zu probieren. Wow. Oh,
Und jetzt schön vermischen. Super. Die Milch einfüllen. Jetzt etwas Schokolade hinzugeben. Oh, sieht ja richtig appetitlich aus. Schön umrühren und die Schokolade schmelzen lassen. Probieren wir mal. Genau das Richtige. Das kommt jetzt in die Tasse. Hooray! Und oben drüber kommen noch ein paar Marshmallows. Ich weiß, dass meine Enkelin Marshmallows ganz besonders mag. Und jetzt noch einen Strohhalm reinstecken. Sieht gut aus, oder? Nein, nicht besonders. Diese Schokosoße kippe ich ins Glas. Jetzt nehme ich ein bisschen Leckerschmecker-Eiscreme. Wow. Da kommt noch etwas Nutella mit hinein und köstliche Milch. Deckel obendrauf und schön durchmixen. Wir sind fertig. Den Milkshake geben wir jetzt ins Glas und noch etwas Schlagsahne drüber geben. Ein Oreo-Keks darf natürlich nicht fehlen. Und ein paar Schokostückchen und Schokokügelchen. Einfach perfekt. Oh la la. Oh wow, sowas würde ich gerne probieren. Come on. Enkelin, wir sind fertig. Oh, wow, so viele leckere Sachen. Was ist das denn? Das sieht ja ganz schön schlimm aus. Nee, das will ich nicht probieren. Oh, das sieht ja süß aus. Ich liebe Marshmallows. Oh, das schmeckt einfach köstlich. Wow, das sieht toll aus. Probieren wir mal. Das schmeckt fantastisch. Und das ist ja ein Oreo. Lecker Schmecker. Dieser Milkshake hat gewonnen. Lecker. Ja, hab ich's doch gewusst. Oh Mann, ich hab mir aber Mühe gegeben.